Herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Mittelwertsatz der Integralrechnung. Du findest das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Webseite. Bitte lade dieses nun herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt ausdrucken kannst. Um mit dem Thema zu starten, werfen wir zunächst einen Blick auf eine Matura-Aufgabe aus dem Jahr 2020. Und zwar, dieses Beispiel ist von der Matura am 5. Mai 2020 aus dem Cluster HTL2. Und hier steht, die Geschwindigkeit eines Furchenwalls bei einem Beutelstoß, der insgesamt 20 Sekunden dauert, kann näherungsweise durch die Funktion v beschrieben werden. Siehe nachstehende Abbildung. Das heißt, hier unten haben wir den Graphen der Funktion v gegeben und die Funktion v ist eine Geschwindigkeitszeitfunktion. Das heißt, wir haben auf der y-Achse die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde und auf der x-Achse die Zeit in Sekunden. Und unsere Aufgabe ist es nun, jene Länge s des Weges abzuschätzen, den der Furchenwal innerhalb der ersten 20 Sekunden zurücklegt. Und versuch das bitte zunächst alleine, also schätze die Länge des Weges ab, der bei diesem Beutestoß zurückgelegt wird und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also unser Arbeitsauftrag ist es, die Länge s jenes Weges abzuschätzen, den der Furchenwal bei seinem Beutestoß innerhalb der ersten 20 Sekunden zurücklegt. Das heißt, wir haben hier eine Geschwindigkeitszeitfunktion, also wie schon gesagt, y-Achse Geschwindigkeit, x-Achse Zeit. Das heißt, wir halten den zurückgelegten Weg, indem wir die Fläche berechnen, die unsere Kurve, also unsere Geschwindigkeitszeitfunktion, mit der x-Achse einschließt. Das heißt, den genauen, also den exakten zurückgelegten Weg würden wir erhalten, wenn wir diese blau schraffierte Fläche hier berechnen. Als kleine Eselsbrücke am Rande, man kann sich hier merken, die Einheit dieser blau schraffierten Fläche ist Meter. Wie kann man sich das merken? Wir haben auf der y-Achse die Einheit Meter pro Sekunde, also Meter durch Sekunden, und auf der x-Achse Sekunden. Das heißt, um die blaue Fläche zu berechnen, multiplizieren wir die Einheiten, also um die Einheit der blauen Fläche zu erhalten, multiplizieren wir die Einheiten Meter pro Sekunde, also Einheit der y-Achse mal Einheit der x-Achse, also Meter pro Sekunde mal Sekunde und erhalten damit Meter. Und das ist die Einheit der blau schraffierten Fläche. Gut, das ist, wenn wir den zurückgelegten Weg innerhalb der 20 Sekunden genau, also exakt haben wollten, dann müssen wir hier die Fläche der die blau schraffierte Fläche berechnen. Das können wir aber nicht berechnen, weil wir die Funktionsgleichung von v nicht gegeben haben. Was wir aber machen können, ist, wir können die Fläche abschätzen. Das heißt, wir können uns ungefähr überlegen, wie groß die blaue Fläche hier circa sein müsste. Und um das zu machen, schätzen wir zunächst mal eine mittlere Geschwindigkeit ab. Das heißt, wir sehen hier zu Beginn, also bei Sekunde 0, hat der Furchenwal eine Geschwindigkeit von ungefähr 1,5 Meter pro Sekunde, ein bisschen darunter, und dann so bei ca. 10 Sekunden hat er eine Geschwindigkeit von 3,5 Meter pro Sekunde, in dem Fall seine maximale Geschwindigkeit, und dann nimmt die Geschwindigkeit wieder ab und erreicht hier ganz zum Schluss ungefähr 0,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn wir mal ganz, ganz grob abschätzen würden, dann können wir auf jeden Fall sagen, die mittlere Geschwindigkeit muss irgendwo zwischen 0,5 und 3,5 Meter pro Sekunde liegen. Also irgendwo zwischen der minimalen und maximalen Geschwindigkeit. Und wenn wir nun den Funktionsgraphen hier anschauen, dann muss natürlich die mittlere Geschwindigkeit teilweise oberhalb des Graphen liegen und teilweise unterhalb des Funktionsgraphen, sonst wäre es ja nicht die mittlere Geschwindigkeit. Und wenn wir das so betrachten, dann könnten wir mal vermuten, naja, der Furchenwal hat eine mittlere Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 2 Meter pro Sekunde
und zeichnen uns die hier ein. Und nun können wir auch die mit dieser mittleren Geschwindigkeit den zurückgelegten Weg abschätzen, indem dass wir hier die rot schraffierte Fläche berechnen. Und diese erhalten wir, indem wir die mittlere Geschwindigkeit, also die geschätzte mittlere Geschwindigkeit, die 2 Meter pro Sekunden mal der Zeit, also mal 20 Sekunden multiplizieren, und dann erhalten wir 40 Meter. Das heißt, wir können nun anwarten, wir schätzen ab die Länge des Weges, die Länge S des Weges, den der Furchenwal innerhalb der ersten 20 Sekunden zurücklegt, ist ungefähr 40 Meter. Wenn ihr hier für die Lösung eine andere mittlere Geschwindigkeit angenommen habt, zum Beispiel 2,5 oder 3, ist das genauso richtig. Dadurch, dass wir hier nur schätzen, gibt es hier mehrere richtige Lösungen. Das ist schon ein wahnsinnig spannendes und schönes Beispiel. Und was dieses Beispiel nun genau mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung zu tun hat, erfährt ihr im nächsten Video. Ciao!